enttäuschend, oder? Oder was, also, was willst du von denen da, die jetzt ausgehen? Ach, die müssen ja alle, das sind ja nicht direkt Verantwortliche, sondern die sind ja Ausführende. Und zur AA war das ja schon, dass man da keinen Durchdringen hat. Und fühle mich da jetzt nicht weiter betroffen oder angesprochen persönlich. Ich habe ein gutes Plätzchen hier neben der Einfahrt und wir haben auch schöne, sehr ausführliche Gespräche, polarisierende als auch zustimmende und viel Freude. Und ist also genau das, was das Auto macht, ist die Leute ansprechen und entweder sagt man ja oder nein. Das Beste ist, kann ja ein Ergebnis eines Kunstwerks gar nicht passieren. Also das ist dann eben so Zensur. Die Leute, die sagen nein, um Gottes Willen, es ist teuer und hässlich, trifft dich das oder ist... Nein, gar nicht. Überhaupt nicht. Weil ich stehe ja dazu. Also ich fühle mich, ich kann es ja nicht jedem recht machen. Und genau das passieren würde, wenn man es jedem recht macht, alle finden es gut, schon vergessen jetzt alle und so weiter, reden nicht mehr. Also es ist genau das, was ich mir erwünscht habe, sozusagen, eingetreten. Man sagt ja oder nein, schwarz oder weiß. Es gibt kein Mittel dazwischen. Jetzt hast du ja noch nicht ganz aufgegeben. Welchen Plan hast du denn noch um 2 Uhr? Ich werde mich mal so mit reinmischen und die ganze Sammlerbranche hinaus begleiten aus der Stadt. In dem Konvoi, das nennt man es, glaube ich. Ja. Und mal sehen, vielleicht unterhält man sich ja nochmal an der Oldtimer-Tankstelle. Man kommt nochmal ins Gespräch auf anderen Ebenen. Ich wurde auch direkt nochmal gefragt von einem Herrn, einer Illustrierten, der dann gesagt hat, eigentlich bin ich jetzt so ein bisschen Spießer, wenn ich lese, Hamburg, Wookie, kackig. Und ich muss dir nur sagen, das ist ja eigentlich kackig, ich bin ja selber an, weil ich ja Hamburg, Wookie, kackig schreibe. Aber ich habe ja nicht Hamburg, E. kackig geschrieben. Also insofern ist es gar kein Angriff, dass man so ist. Ich habe das irgendwie Humor, es ist einfach eben Ruhe und Freude. Und Spaß an der Kunst an sich. Sehr schön. Herzlichen Dank.